Hallo meine Freunde, jetzt wollen wir uns mal mit dem Wasser beschäftigen. Ne? Wasser hat die größte Dichte bei 4 Grad. Wird es kälter, nimmt die Dichte wieder ab. Das ist eben die Ausnahme bei Wasser. Das liegt einfach daran, dass es unter 4 Grad anfängt, kristalline Strukturen zu bilden und dadurch die Abstoßungskräfte von den Molekülen der Kristallgitterstruktur dafür sorgen, dass die Abstände größer werden. Das heißt, es dehnt sich aus. Das heißt, Eis hat ein größeres Volumen, aber die gleiche Masse. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt. Unser Packeis und auch der Nordpol treibt auf dem Meerwasser. Das heißt, das Eis verdrängt das Wasser durch seine Masse. Das heißt auch, dass das Eis, was oben drüber über dem Wasser ist, automatisch das Eis ist, das durch die Volumenvergrößerung sich vergrößert hat gegenüber vom Wasser. So, jetzt sehen wir ja hier Wasserspiegel ohne Eis. Jetzt gibt es noch ein bisschen Eis dazu. So. Ups, war ja klar, einer geht immer daneben. So. Jetzt haben wir einen Wasserspiegel, Wasser mit Eis. Ne? Wir sehen, dass das meiste Eis unter dem Wasser ist. Nur so 5% oder was ist dann oben drüber. Ne? Jetzt gehen wir hier und sagen Wasser mit Eis. So. Und dass die Leute auch nicht denken, wir wollen sie verarschen. Jetzt gehen wir mal hier. Gramm haben wir hier, ne? Das ist die Masse vom Wasser. So. Und jetzt, da wir hier, sagen wir die Sonne nicht dahin, ne? Und der Klimawandel, helfen wir jetzt mal ein bisschen hoch, weil ich keine Stunde habe zum Baden. Bis dann, du. Na? Und das Ganze machen wir jetzt natürlich mit Zeitraffer, weil ich nämlich keine Lust habe, hier eine halbe Stunde für ihn zu halten. Aber man sieht ja ganz gut, wo das Eis ist, ne? So, jetzt mal wieder normale Geschwindigkeit und ihr habt es erraten, Wasserspiegel ist nicht gestiegen. War ja logisch, weil die Wasserverdrängung vom Eis ist, wenn es im Wasser schwimmt, ja automatisch mit drin. So, und jetzt wollen wir noch vergleichen. Den Bug wieder auch gemacht. Na, ist 621, 22 Schubsche bis hier, aber ich habe jetzt nichts dazu gefüllt. Ne? Das ist, keine Ahnung, vielleicht, weil da ganz klar bis die Luft aus dem Eis raus ist, wo da noch mit drin war, und das hat es eben dann ein bisschen leichter gemacht. Oder die Woke hat ja klar ein bisschen Toleranz. Ne? Aber man sieht ja auch so, was ist. Man könnte es jetzt nur schreiben: Wasser mit Eis und Wasser mit geschmolzenem Eis. Ne? Ist im Prinzip das Gleiche. Aber ich muss erstmal dir sagen, Eisfläche, wo auf dem Land sind, wie die Antarktis oder Grönland oder nordrische Teile von Alaska, die zählen natürlich nicht dazu. Ne? Alle, das war mal ein Kurzbeitrag von Quasar zum Thema: Macht Packeis die Weltmeere höher oder nicht?